Steffen, Glückwunsch zum 30-23 Sieg über Konstanz. Du hast 24 Tore in 8 Tagen geworfen. Zielwasser getrunken die Woche? Ja, gut. Ich wusste jetzt nicht, dass 24 waren, aber schön zu wissen, ja. Nee, ich glaube heute, ja, es war einfach ein Arbeitssieg heute. Ich glaube, von Anfang an haben wir die Abwehr gestellt. Hinten raus haben wir zwar wieder nachgelassen, was uns nicht passieren darf, weil wir nächste Woche in Wilhelmshaven spielen und es, glaube ich, ja, extrem schwer wird, wenn wir da nachlassen in der zweiten Halbzeit, weil da ist es bis zum Ende spannend. Ja, und ich glaube, dass wir heute Selbstvertrauen getankt haben und dann in die nächsten Aufgaben gestärkt reingehen können. Basti, ihr hattet mit Konstanz noch eine Rechnung offen, habt in der letzten Saison dort mit einem Tor verloren, das hat euch mit den Aufstieg gekostet. Ist die jetzt beglichen? Ah, natürlich war es letzte Saison bitter, dass wir dort verloren haben, aber wenn man so knapp am Aufstieg scheitert, dann kann man jede einzelne Ein-Tore-Niederlage oder jedes Unentschieden hernehmen. Von daher haben wir keine Rechnung offen gehabt, sondern wir haben eher waren die zwei Niederlagen im Kopf und die haben wir heute versucht rauszubekommen. Man hat gemerkt, dass alle ein bisschen angespannt war, dass alles nicht so selbstverständlich war wie bei den 3 Siegen davor oder letzte Saison, wo wir mal so einen Flash gehabt haben. Und von daher war der Sieg einfach nur enorm wichtig fürs Selbstvertrauen. Benja, wie zufrieden bist du heute mit eurer Leistung? Ja, erstmal bin ich richtig happy, dass wir das Ding gezogen haben, dass wir es, glaube ich, auch in der Deutlichkeit gewonnen haben. Klar sind es jetzt am Schluss nur 7, aber ich glaube, das hat auch vor Zuschauer deutlicher ausgeschaut, als es dann war. Und ich glaube, wir können zufrieden sein. Ihr habt jetzt 5 richtige Brocken vor der Brust. Es geht los nächste Woche in Wilhelmshaven, kommt Lübeck, der BHC, Balingen und so weiter. Wie wichtig war der Sieg dahingehend? Ja, zuerst mal war natürlich richtig wichtig, weil wir auch jetzt zuletzt 2 Niederlagen hatten. Aber ich glaube, natürlich sind es Brocken, aber ich freue mich riesig auf die Spiele. Also das sind die Spiele, warum wir auch in der Liga gerne spielen. Also die ganze Zeit sagt man, wir wollen eine starke Liga, wir wollen gute Partien, jetzt haben wir sie, jetzt können wir so spielen, Spaß haben und ich denke, wir haben auch gute Chancen, da ein paar Punkte zu holen.